Ich habe Wünsche und du hast Wünsche. Wir alle haben Wünsche an Gott, die wir gerne in unserem Leben erfüllt sehen möchten. Ich habe mich daran erinnert, dass es im Alten Testament diese Geschichte gibt, wo ein Mensch bei Gott einen Wunsch frei hat. Und dieser Mensch wünscht sich auch etwas, was Gott wohlgefällig ist. Nämlich der König Salomo wünscht sich Weisheit von Gott. Und Gott schenkt ihm diese Weisheit und später lesen wir sogar, dass er einer der weisesten Menschen gewesen ist. Wir alle haben Wünsche an Gott. Wünsche, die er sogar selbst in unser Herz vielleicht gelegt hat. Und wie viel mehr können wir heute, die wir Zutritt haben zum Thron der Gnade, wie viel mehr können wir heute unsere Wünsche an Gott für unser Leben, für unser Glaubenswachstum, für unsere ganzen Bedürfnisse, wie viel mehr können wir sie an Gott wenden? Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Wir können bitten, was wir wollen. Uns stehen alle Segnungen der Himmelswelt zur Verfügung. Ich möchte dich heute ermutigen, einfach einen Wunsch an Gott zu richten. Gott will dir gerne geben. Er möchte dich gerne beschenken. Du kannst jeden Tag kommen. Wir sind seine Kinder. Und ich wünsche dir, dass du das im Glauben erfassen kannst und dass du mit Freudigkeit dich zum Thron der Gnade wendest. Und dass du dort das, was Gott für dein Leben hat, dass du das in Empfang nehmen kannst. Ich wünsche dir das, dass du erlebst, Gott hat mehr für dich.